Die erste Konferenz ist DL zum Meisterschaftsspiel zwischen dem ESV Kaufbeuren und dem EHC Freiburg. Wir haben einen Einstand von 1:2 nach Penaltyschießen vor 1624 Zuschauern. Ich darf die beiden Trainer begrüßen, zu meiner linken Gästecoach Leo Schulak. Glückwunsch zum Sieg, Herr Schulak, und zu meiner rechten unseren ESVK-Coach Mike Maller. Herr Schulak, Ihre Meinung zum Spiel bitte zuerst. Guten Abend. Wir haben jedes Drittel sehr gut begonnen. Da schon im ersten Drittel sind wir von Anfang an im Spiel gewesen, hatten da ein paar Chancen und ich glaube, das erste Drittel war ganz ausgeglichen, wo die Kaufbeurer auch da die eine oder andere Chance hatten und der Butz sehr gut gehalten hat. Und im zweiten Drittel und im letzten Drittel denke ich, dass wir zu viel Strafen genommen haben. Da mussten wir das Unterzahlspiel haben wir ganz gut gespielt und das Überzahl von Kaufbeuren überstehen. Und das ist uns gelungen. Und zum Schluss, glaube ich, hatten wir mehr Chancen gehabt oder wir waren näher zum Sieg als die Kaufbeurer. Penaltyschießen. Das ist immer so eine Glückssache, das haben wir schon zweimal hintereinander erlebt. Aber ich glaube, dass der Sieg in Ordnung geht. Danke. Vielen Dank, Herr Schulak. Mike, deine Meinung zum Spiel, bitte. Ja, natürlich. Heute Abend, die erste Drittel, unsere Mannschaft war nicht aufs Eis. Kein Tempo, außer einer Reihe, der dritte Reihe. Er hat wirklich gut gestartet mit Tempo und Korpen zum Spielen, aber der Rest war ein bisschen zu wenig. Das war gesprochen in die Drittelpause, dann in der zweiten Drittel hätten wir mehr gesehen von jeder Einzelspieler. Hätten wir wieder Chancen gehabt, auch in der dritten. Special Teams hat eine richtige Rolle gespielt für uns. Hätten wir Chancen genug, aber nicht geschossen. Beide Torhüter heute waren richtig stark. Da waren Chancen an beide Torhüter richtig viel. Beide Goalies waren richtig stark heute. Ja, und dann in der dritte, du kriegst eine. Und dann, wie Coach Suhr gesagt hat, der Penalty ist ein bisschen Glückssache. Punkte in den letzten vier Spiele sind enorm wichtig für uns. Und das kann ein richtig großer Punkt für uns heute Abend. So, danke. Danke, Mike. Haben wir Fragen? Ja, Mike, du hast angesprochen. Kann man heute von einem verschenkten Sieg von deiner Mannschaft sagen? Ein verschenkter Sieg? Ich denke, dass die Mannschaft schon gerade im letzten Drittel auch bei der Überzahlsituation, wo der Max Schmiedle und der Daniel Oppolzer die Möglichkeit hatten zum 2-0, zum 3-0, dann hast du es auch angesprochen, der Mannschaft ist nicht richtig ins Spiel gekommen. Also ich habe zum Beispiel gerade im ersten Drittel gesehen, dass die Mannschaft einfach im Defensivverhalten sehr schläfrig gewirkt hat und auch uns sonst auch die Handlungsschnelligkeit insgesamt habe ich heute vermisst. Ja, auf jeden Fall im ersten Drittel, das war da, das ist Fakt. Aber ja, wir hätten diese Chancen gehabt und nicht reingeschossen. Ist einfach dieser Biss, dieser extra Biss, ein Tor zum Schießen. Aber nochmal, ich sage, diese Torhüterleistung heute war Wahnsinn. Von beider Seite. Was mir aufgefallen ist beim Überzahlspiel, wäre es da manchmal nicht ratsam, einen vierten Stürmer an die blaue Linie, dass wir auch einen Rechtsschützen haben, weil wir agieren beim Überzahlspiel meistens immer mit zwei Linksschützen und da sind wir halt leichter auszurechnen. Unser Rechtsschützer hat gespielt in Ingolstadt heute, der Elsner. Dann haben wir einen anderen Rex-Schützer auf der zweiten Formation. Möglichkeiten mit Rex-Handed-Schützers an der Blaue ist schwierig. So, aber ich weiß, was du meinst. Vielleicht ist es ein bisschen zu kompliziert ausgeschaut. Können wir einfach mehr Tor aufs Tor zum Bringen. Aber ja, David hat natürlich uns gefordert in dieser Position. Gut, letzte Frage noch. Gut, Penalty ist immer ein bisschen Glückssache. War der verschossene Penalty von Christian Schack vielleicht ein bisschen heute für das fehlende, bezeichnenderweise für das fehlende Scheibenglück in manchen Situationen? Well, ich meine, das kann passieren. Ich hätte schlimmere Sachen gesehen. Ich sage das nicht einfach, aber ich kenne einen, der ein leeres Tor gehabt und er hat die Scheibe in die Ecke geschossen. Es kann passieren. Eis, schlecht, egal, es kann passieren.
es hat passiert, das ist kein Vorwurf an Chris oder an unsere Mannschaft, es hat passiert. Und wie gesagt, mit dem Penaltyschießen ist es immer ein bisschen gut dazu. Gut, das war's dann. Darf ich dir für das nächste Spiel am Dienstag schon mal alles Gute wünschen der Mannschaft, dass wir da vielleicht einen Erfolg schaffen wieder. Danke. Okay, wenn wir sonst keine Fragen haben, darf ich ans nächste Heimspiel erinnern. Kommenden Freitag sind die Löwen aus Frankfurt zu Gast. Unseren Gästen wünsche ich einen guten, gesunden Nachhauseweg und allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Okay.